Willkommen zurück. Wir sind gerade dabei, die restlichen Scherben einzusammeln, die sich in diesem Gebiet befinden. Und dann wollen wir noch eine Sehenswürdigkeiten-Besichtigungstour machen, die sich gewaschen hat. So, in welche Richtung muss ich da hoch? Ich markiere das mal noch zusätzlich. Da ist es. Oh, armes. Armes Tierchen. Aber da es keinen Fallschaden hat, muss ich es ausnutzen. Beobachterpass entdeckt. Sogar gut, dass wir da lang geritten sind. Und da gibt es eine Sehenswürdigkeit plus noch eine Quest. Wunderbar. Erstmal Andras ist Stärke. Und... die Nöte einer Witwe. Mein geliebter Robert ist letzte Woche gestorben. Er fiel einigen Männern zum Opfer, die einst die Farben unserer geliebten Kaiserin trugen. Seine sterblichen Überreste wurden verbrannt, wie es unsere Kirche verlangt. Und sein letzter Wunsch war es, dass seine Asche auf dem Plateau mit Blick auf den großen Wald verstreut wird. Da jedoch Banditen und Verräter diese Werte heimsuchen, kann ich ihm seinen Wunsch nicht erfüllen. Weiter als bis hierhin kann ich nicht gehen, aber es gibt auf dieser Welt auch gütige Seen. Und ich bete zum Erbauer, dass er eine von ihnen zu uns schickt. Vielleicht kann sie ja dorthin reisen, wo ich nicht hin kann. Andraste wird mit Wohlwollen auf ihn herabblicken, die das Flehen einer Witwe erhöhen. Mit gebrochenem Herzen, Witwe Karen. Alles klar, machen wir natürlich. Eto, die Scherbe ist noch eins höher. Verdammt. Irgendwie erinnert mich die Musik manchmal so in gewissen Zügen an die Halo-Musik. Dieses Echohafte. Faszinierend. Okay, so komme ich nicht hoch. Kann man da durch? Nein. Griechen haben sie ja leider nicht hinzugefügt. Aber so geht das. Nein, 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 nein. Schön oben bleiben. Sag mal. Und die letzte Scherbe. Beziehungsweise, wo soll ich die Asche verstreuen? Da oben. Alles klar. Sowieso nochmal nach oben. Passt das. So, die letzte Scherbe liegt... die liegt oberhalb. Machen wir gerade den Riss kaputt. Machen die andere Quest und holen uns dann die Scherbe. Ein Großbär. Verdammt. Er kommt in meine Richtung. Dann bleibt mir wohl keine Wahl. Und ich habe nochmal über My Lady Josie und ihre intrigante Zunge nachgedacht. Sagt jetzt nichts. Ich mache das ab jetzt auch so. Erst suche ich mir einen Aristo, ja? Dann verführe ich ihn. Ich ahne Schreckliches. Wartet, ich bin noch nicht fertig. Er denkt nur, dass er verführt wird. Aber wenn es ans Fummeln geht, springe ich auf und sage, eure Frau gefällt mir besser. Und wozu das Ganze? Er denkt, er hat das Sagen. Dabei hab ich es. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann schlage ich ihn, damit er es auch wirklich kapiert. Oh, Sarah, ich liebe euch. Das Geständnis eines Wächters. okay. Steinbruch. Meins. Und der Turm wird jetzt auch gebaut. Endlich. Der ist ja mal lustig eingeschlagen, der Riss. Ist...
Hold the line. Schieß den mal tot. Ich bewege mich jetzt ganz in den Meter hier weg. Sehr gut. So. Und jetzt hier die Quest. Beobachtung der Beobachter oder was auch immer. Da muss ich schauen. Ah, hier. Das Tagebuch von Drolios Herr Tubis. Ein letzter blutbefleckter Eintrag, der in einer zittrigen Handschrift verfasst ist. Die große Mission, letzter Test. Ich habe seit jedem ersten Tag auf der Anhöhe so viel dazugelernt. Ich dachte, ich wüsste genug, um mit einer Bedrohung interagieren, sie berühren zu können. Es ist nicht gut gelaufen. Meine Instrumente waren nutzlos, sie hatten keinerlei Wirkung auf die Bedrohung. Wir sind alle verloren. Ich werde mich jetzt eine Weile ausruhen. Das muss wehgetan haben. Hat er irgendwas Nützliches bei sich? Schauen wir mal. Nö, nicht wirklich. Und dann holen wir uns die letzte Scherbe. Verdammt, so komme ich nicht hoch. Dann muss ich da hinten rum. Und damit wir uns das alles wieder beschleunigen, auf unsere goldene Nack. Scherbe ahoi. So. Mütterlicher Zuspruch. Gehen wir jetzt erst dahin oder erst da hoch? Ich könnte das machen. Dann das da. Dann Schwenker hier runter und die beiden Sachen. Ja, fertig. Machen wir das mal so. Haben wir mal wieder was gefunden. Ein Mann mit einem fliegenden Pegasus mal wieder. Feuerwasserkraten. Okay, das Gebiet ist safe. Dann hier hoch. Was ich mir noch wünschen... okay, nee. Die respawnen anscheinend auch ein bisschen. Die Riesen... Also ich werde mich davor hüten, jetzt mit denen noch, während ich die Sehenswürdigkeiten uns hole, zu kämpfen. Hat ja eh keinen Sinn. Ich muss irgendwie zum Tempel, das ist rechts rum. Ist aber auch noch nicht lang geritten. Was ist das denn? Profitimäre, okay, kennen wir schon. Okay, ob links oder rechts daran vorbei war jetzt sowas von
Interessant, es gab keinen Unterschied. So, hier sollen wir die Asche verstreuen. Gesagt, getan. Und finden noch Everett. Ihr hättet wirklich darauf achten sollen, dass wir den Wind im Rücken haben. Natürlich muss jetzt so noch ein Spruch kommen. Sonst hantiert sie doch auch mit Feuer da umher. So. Jetzt sind die Sehenswürdigkeiten dran. Gib mal Gummi, kleine Nack. Schlimm wird's nur, wenn wir wirklich kämpfen müssen. Und das könnte sich etwas hinziehen bei Riesenlevel 18 Elite. War ja Drachenwitz dagegen. Ah, Moment, warte mal. Soll man nicht hier irgendwas finden? Nö. Schade. Schade mit E. Anspruch. Falla Sadan. Salen war Mataliens Knappe, wohin er auch ging, hatte er stets einen Wolf an seiner Seite. Ein Wolf ist ja auch ein cooles Tier. Ah, das ist eine komplette Geschichte. Valasedian. Ah, alles klar. Da ich das erste schon nicht vorgelesen habe, spare ich mir das. Ihr könnt es ja lesen. Da hinten sind Samst sich am Klatschen. Wunderbar. Nur, dass da einer gerade angestapft kommt, ist nicht wunderbar. Nein, 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 ich will nicht kämpfen. Ich muss aber, wie es aussieht. Ach, nö. Lass mich doch in Ruhe. Großer Zyklopen. Penner. Ach, was soll's, einer hin oder her. Ist dann auch egal. Jetzt mal gleich mal so guten Fähigkeiten. Tob dich aus. Was kommen jetzt die scheiß Brontos hinzu? Ist noch wahr. Schleudern die den weg. So, Riese down. Erst noch die lästigen Brontos. Die ich nicht zu dieser Party eingeladen hatte. Sammelt euch auch keinen, den da. Ugh.
Holt euch mal den da. So. Jetzt wieder zurück auf den wir töten sollen. Ah, verdammt. Der Part wird jetzt lang aufgrund dieses blöden Kampfes. Dieser blöden Einmischung dieser Pontos. Drecksbiester. Der nächste. Sarah? Oh nee, leider keine. Doch, jetzt ist sie fertig. Lass mal gerade benutzen. Eigentlich bei denen aus. Ui, die haben volle Rohr drinnen. Belebung ist eigentlich... Ich weiß es gerade gar nicht. Muss ich gestehen. Müsste nochmal nachlesen, was die beiden überhaupt können. Aber bestimmt nichts Schlechtes. Wow, hat ja jetzt auch gedauert. So, mal noch kurz nachgucken wieder, was die eigentlich können, die beiden. Du verlangst dir alles ab, erhältst vollen Block und verhöhnst sämtliche Gegner in deiner Nähe. Solange die Fähigkeit aktiv ist, konntest du automatisch sämtliche Nahkampfangriffe. Auf Stufe 3 verbraucht keine Ausdauer mehr, dieser Effekt hält 12 Sekunden lang an. Okay. Und unsere Vivienne, Belebung, nee, Mist. Du rufst wohlmeinende Geister herbei, die es dir und deinen Verbündeten ermöglichen, den Kampf fortzusetzen. Die Gesundheit sämtlicher Gruppenmitglieder, auch bewusstloser, wird vollständig wiederhergestellt und du bist darüber hinaus während der Dauer des Zaubers von einer Glyphe umgeben, die Gruppe auch weiterhin heilt. Geil. 25% Gesundheit wieder her pro Sekunde. Dauer 10 Sekunden. Das ist... Also die Gruppe, tut mir leid, muss ich ganz ehrlich sagen, die Gruppe ist mit dieser Konstellation... übermächtig. Also zumindest mit den beiden. Die müssen in Gruppe sein. Geht gar nicht anders, weil es ist mein Tank und meine Überheilerin. Und ja, dann ist ein Platz mit Schurke, beziehungsweise der Schurkenbesetzung frei.